Hallo, liebe Leute. Heute geht es um den Leichenbaum von Rainer Inreiter. Das ist ein relativ schmales Büchlein aus dem Twilight Line Verlag. Habe ich irgendwo gefunden und dachte, Leichenbaum, das klingt schon mal ziemlich gut. Es ist eine Sammlung von insgesamt 6 Kurzgeschichten, die alle von Rainer Inreiter sind. Da geht es dann Kannibalen dabei oder Puppen, es geht auch an die Schlacht zwischen Gott und Satan auf der Erde, alles in Kurzgeschichtenform. Und die titelgebende Geschichte, der Leichenbaum, ist da auch drin. Das war für mich die stärkste. Das ist nämlich in diesem Fall eine ziemlich interessante Verknüpfung zwischen mittelalterlichem Mythos und Ritus und neuzeitlichem Zombietum. Bei einigen dieser Geschichten, wie zum Beispiel bei dem Leichenbaum, habe ich mir gedacht, schade, dass das nicht länger ist. Das hätte ich gerne mal irgendwie so in Romanform gelesen, weil ich die Idee toll fand. So ein ganz alter germanischer Mythos mit Leichenbäumen, wo Leichen aufgeknüpft werden, Richteichen und so, das gab es da damals. Und dann einen neuen Twist da reinzubringen, das fand ich eine super Idee. Die Geschichte Puppen ist die erste, die fand ich auch interessant. Also das geht um eine offensichtlich leicht debile Frau, der eine Puppe kaputt gegangen ist und sie in die Stadt geht, um da eine andere Puppe zu kaufen. Und an der Geschichte ist interessant, dass erst relativ am Ende rauskommt, dass nicht immer das, was schwach zu sein scheint, auch schwach ist und das, was normal und gesund zu sein scheint, auch wirklich normal und gesund ist. Die Geschichte mit dem Kampf von Gott und Satan auf der Erde, die fand ich ziemlich abgedreht. Aber trotzdem irgendwie interessant gemacht, in neumodischer Art und Weise, so ganz alte Dämonen und eine dieser Urthematiken von Horrorliteratur, nämlich der Kampf zwischen Gott und Satan, und wenn der eine existiert, existiert der andere dann auch, und existiert vielleicht doch nur der eine oder der andere guckt weg. Das wird da auf moderne Art und Weise beschrieben, also das geht damit los, dass ein Dämon in einer Live-Fernsehshow einen Menschen zerreißt. Was Rainer Inreiter toll hinbekommen hat, und da habe ich großen Respekt vor, dass der in seinen Kurzgeschichten völlig andere, unterschiedliche Stile verwendet, völlig andere Stilmittel, auch einen ganz anderen Tenor, eine ganz andere Grundgeschwindigkeit und auch eine ganz andere Grundstimmung und eine andere Art zu schreiben. Das finde ich wirklich bewundernswert. Während das eine so leicht in diesen Horror-Trash geht, die Dämonen und die Gott und Teufel, ist der Leichenbaum wirklich was Ernsthaftes, Mythisches. Und das mit den Puppen zum Beispiel hat mich an S.L. Gray erinnert, hat auch wieder einen ganz anderen Tenor und auch eine ganz andere Auflösung. Und da kann ich nur noch mal sagen, es lohnt sich häufig, echt so kleine Bücher mal zu beachten und wahrzunehmen. Also ich weiß gar nicht, es hat 140 Seiten und eben wie gesagt 6 Kurzgeschichten. Lohnt sich absolut. Also Kurzgeschichten sind nicht immer toll, also manchmal möchte man einfach über eine Woche oder 2 Wochen lang an einer Geschichte dranbleiben, da kann eine Kurzgeschichte nicht mithalten, aber wenn man unterwegs ist oder einfach mal zwischendurch Lust hat und so, finde ich es in Kurzgeschichten was Tolles. Und da hat Rainer Inreiter und dieser Twilight Line Verlag wirklich eine gute Sammlung von Kurzgeschichten geliefert. Kann ich, wenn jemand sowas mag, auch Unterschiedliches gerne hat und unterschiedliche Arten des Horrors und der Monster oder eben auch nicht Monster und menschliche Monster. Wer sowas gerne hat, dem kann ich den Leichenbaum nur empfehlen. Ich habe das gerne gelesen. Ich gehe an diese kleinen Sachen immer neutral ran. Ich habe das auch in anderen Videos jetzt schon häufiger gesagt. Manchmal fliegt man auf die Schnauze, aber ich finde immer häufiger auch, gerade in den letzten Jahren, findet man da Bücher, die wirklich gut sind und wo man sich denkt, Mensch, schön, dass die erschienen sind und dass sich jemand die Mühe gemacht hat, die rauszubringen, auch wenn es kein großer Verlag war. Und ich finde, es lohnt sich immer häufig in kleinen Verlagen und Self-Publishern viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Gebt solchen kleinen Sachen eine Chance, sie sind häufig gut. Wenn sie nicht gut sind, hat man halt mal Pech gehabt, aber dann kann man auch das Bessere danach wieder würdigen. Der Leichenbaum hat 6 Geschichten, die mir gut gefallen haben. Und ich habe es gerne gelesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.